Gut, dann starten wir mit einem neuen Video, Aufgabe 3 von der Aufgabengruppe 2 von der Prüfung vom Jahr 2021 für den mittleren Schulabschluss an bayerischen Mittelschulen. Hier drüben im Eck, hier findest du Hinweise, wo du die Aufgaben und die Lösungen in Papierform bekommen kannst. Und hier unter lernwelt-englisch.de im M10 Corner findest du auch Links zu ähnlichen Videos wie dem hier. Also drittens. Am 1. Januar 1998 hatte ein Sportverein in einer Großstadt 85.000 Mitglieder. Die Mitgliederzahl sank bis zum 1. Januar 2017 auf 63.750 Mitglieder. Bestimmen Sie die durchschnittliche prozentuale Abnahme pro Jahr. Eine Abnahme, das bedeutet, ich habe hier eine Aufgabe, die mit der Wachstumsformel arbeitet. Ich schreibe die mal eben hin. Kn ist gleich K0 mal P hoch n. Vier Buchstaben. Was steckt dahinter? Das ist das, was vorher da war, K0. Das ist das, was zum Schluss da ist. Das ist der Wachstumsfaktor. Und das sind die Wachstumszyklen oder die Laufzeit, die Dauer. Das funktioniert jetzt zum Beispiel hier, das funktioniert mit Preisen genauso wie mit Halbwertszeiten von radioaktiven Stoffen. Ich darf nur nicht durcheinander kommen. Das, was vorher da war, das ist 1998, 85.000 Mitglieder. Das schreibe ich jetzt für K0. Dann der Wachstumsfaktor, den sollen wir ja gerade mal herausfinden. In dem Fall ist es kein Wachstum, sondern ein Schrumpffaktor. Die Mitgliederzahl sinkt ja. Der bleibt also bestehen. Das will ich wissen. Ich muss also die anderen beiden Buchstaben noch irgendwo rauslesen können. Aha, hier steht, wie viel es am Schluss sind, am 1. Januar 2017. Also ist das hier Kn, 63.750. So, und jetzt die Laufzeit. In dem Fall sind es ja Jahre. Die fragen mich nach der Abnahme pro Jahr. Durchschnittlich, also das würde also, wird vorausgesetzt, dass die gleichmäßig weniger werden. Jetzt muss ich nur gucken, wie viele Jahre das sind. 1. Januar, das heißt, das sind noch 2 Jahre und 17 sind 19 Jahre. Auch 19. Den Rest macht der Taschenrechner. Erst teile ich durch 85.000. Dann kommt hier raus 63.750 geteilt durch 85.000. Da kommt eine Zahl raus, witzigerweise 0,75. 0,75 ist P hoch 19. So, die Gegenaufgabe von hoch 19 ist die 19. Wurzel. Also Gegenaufgabe 19. Wurzel ziehen. Dann steht hier P da. Schauen wir mal, ob mein Taschenrechner die 19. Wurzel ziehen kann. Also, die 19. Wurzel aus der Zahl 0,75. Da kommt raus 0, ich runde das jetzt, 0,75. 9,85. Was steckt jetzt hinter dieser Zahl? Auch da weiß ich, dass die Schüler oft Schwierigkeiten haben, da jetzt noch rauszukriegen, was jetzt da die prozentuale Abnahme ist. Man geht von dem Wert 1 aus. Wenn hier 1 stehen würde, dann würden die Mitglieder weder zunehmen noch weniger werden. Also, ich schreibe jetzt, machen wir eine Zeichnung. Ich gehe von der Zahl 1 aus. Ist dieser Faktor p größer als 1, dann wächst etwas. Wir sind also schon mal auf der richtigen Seite, denn hier soll ja was abnehmen, deswegen ist p kleiner als 1. Um wie viel ist es denn kleiner als 1? Ich rechne also 1 minus diese Zahl und kriege dann raus 1 minus 0,985. Das ist, schreib's einmal her,
0,015. Das ist jetzt der Wert, der von 1 abweicht. Und jetzt brauche ich hier nur noch die Prozentstelle zu finden. Das ist immer die zweite nach dem Komma. 1,5%. 1,5%. Also die Antwort auf 3a lautet: 19 Jahre lang schrumpften die Mitglieder, also die Mitglieder schrumpften nicht, aber die Zahl der Mitglieder jährlich um durchschnittlich 1,5%. B. So, es geht gerade wieder weiter und ich weiß, ich brauche wieder diese Formel. Das ist das Schöne bei diesen Aufgaben. Sie funktionieren nach einem Muster. Ich muss nur wissen, was ich hier einsetze. Nach wie vielen Jahren soll ich berechnen? Jetzt weiß ich schon, welcher Buchstabe gesucht ist. Der hier. Das ist dieses Mal gesucht. Das bedeutet, in der Aufgabe müssen diese drei Zahlen irgendwo vorkommen. Also die Zahlen für diese drei Variablen. N ist gesucht. Also, was haben wir hier? Am 1. Januar 2019 hatte der Verein 67.800 Mitglieder. Die Vereinsführung erhoffte sich ab diesem Zeitpunkt ein jährliches Wachstum von 2,9%. Nach wie vielen Jahren ist dann wieder der Mitgliederstand von 1998 erreicht? Na gut, dann schreibe ich das mir alles hin. Das, was am Anfang da ist, das sind jetzt die hier. Das ist 67.800. Und es soll wieder der Mitgliederstand vom 1. Januar 1998 erreicht werden. Das sind die 85.000. Das ist nachher. 85.000. So, das hoch n ist gesucht. Jetzt, wie kriege ich p heraus? Du erinnerst dich noch an das hier. Ich zeichne das wieder hin. Es geht von 1 aus, weil 1 ist da die Referenz. In diesem Fall wächst etwas. Die wollen ein Wachstum. Also muss es größer als 1 sein. Und zwar um 2,9%. 2,9%. 2,9% schreibe ich jetzt mal als Dezimalbruch. 0,029. Weil die zweite Stelle ist die Hundertstelstelle, also die Prozentstelle. Und um so viel muss es jetzt größer sein als 1. Also 1,029 hoch n. Den Rest macht der Taschenrechner. Erst geteilt durch 67.800. Geteilt durch 67.800 ist, ich runde mal auf 1,254, ist 1,029 hoch n. So, um da jetzt n rauszukriegen, muss man seinen Taschenrechner beherrschen. Es gibt Taschenrechner, die haben eine Log-Taste. Da gibst du bitte ein. Log 1,254 geteilt durch Log 1,029 ist gleich. Dann spuckt er eine Zahl aus. Hast du einen besseren Taschenrechner, der diese Taste hier hat, die hier, dann kannst du auf diese Taste drücken und kannst sagen, du suchst den Logarithmus zur Basis 1,029. Und der hat einen Wert 1,254. Also ich suche den Logarithmus von 1,254 zur Basis 1,029. Und dann spuckt es bei mir 7,9 aus. Und wir runden hier auf ganze Jahre. Da steht es, runden Sie auf volle Jahre. Dann ist N 8. Das war die Aufgabe B. Jetzt gibt es hier noch eine Aufgabe C. Auch da schreibe ich schon mal die Wachstumsformel her, denn was anderes kann es nicht sein.
Schauen wir, was Sie dieses Mal für einen Buchstaben haben wollen und was Sie uns liefern. Berechnen Sie die Mitgliederzahl. Jetzt soll ich eine Mitgliederzahl berechnen. Das ist also das hier. Und zwar für den Fall, ab 2019 soll man rechnen. Das ist also dieser Wert. Der ist vorher. Und dann sollen wir in die Zukunft rechnen. Und zwar von 19 bis 2030. Das sind 11 Jahre. Also KN ist gesucht. Ich starte mit 67.800. Mal hoch 11, weiß ich schon. Wie komme ich jetzt wieder zum P? Selbes Spiel. 1 ist der Referenzwert. Ich muss mir überlegen, wächst es oder schrumpft es? Steigerung. Es wächst um 3,3%. 3,3% schreibe ich jetzt als Dezimalbruch. 0,033. Nochmal, das Komma verschiebt sich um 2. Denn 3 Hundertstel sind es ja, 3,3 Hundertstel. Also, und zwar größer, also 1 plus dieser Wert, 1,033. Hoch 11. Den Rest macht der Taschenrechner. Also, ich tippe ein, 1,033 hoch 11 ist mal 67.800. Dann kommt da raus 96.902. Es sind ja Mitglieder, halbe Mitglieder gibt es nicht, deswegen runde ich hier auf ganze Mitglieder. Das ist die Antwort. Das bedeutet, wenn ich 11 Jahre lang mit einer Steigerung von 3,3% diese Mitgliederzahl wachsen lasse, lande ich bei 96.902. Okay.